Insgesamt, meine, wir haben keine sehr große Anzahl Fohlen gesehen, aber wir haben doch einen Eindruck gewinnen können, denke ich. Die Fohlen sind doch alle sehr deutlich von ihrem Vater auch geprägt. Nette, ansprechende Typen, die sich eigentlich vor allen Dingen auch im Trabe, aber auch im Galopp sehr gut bewegen und die Tragmoment haben. Das hat man ja noch häufig bei vielen Stichwort heutzutage doch zu wenig, dass die Fohlen wirklich von hinten auch tragen. Das stellt bei den doch auf, dass die Fohlen im Bewegungsablauf das Hinterbein gebrauchen und die Bewegung wirklich durch den Körper bringen. Die Typen, wie gesagt, sind aber nicht ansprechend. Schöne Farben, auch die der Hengst gemacht hat. In der Fundamentgruppe muss man doch sagen, dass man vorderein dann noch einige Liter eingefroren, dass er gerade oder gerader stehen könnten. Das muss man sagen, das fällt dann doch auf. Ansonsten glaube ich, das ist ein sehr Hengst, der moderne Typen bringt. Wenn man schon ein paar Jahre länger dabei ist in der Pferdezucht, dann war vor 20 Jahren die Springpferdezucht andere immer den etwas derberen Typen. Das hat sich im Verhältnis der Dressurpferde heute ja total geändert. Nicht gerade im Springpferdebereich sieht man sehr moderne, patente Typen, während im Dressurpferdebereich häufig dann schon mal etwas auf die etwas gröberen wiederkommen. Also insofern auch dieser Hengst ist wirklich ein Paradebeispiel dafür, dass das wirklich auch moderne Typen in der Springpferdezucht heutzutage geliefert werden können. Da ist dieser Hengst wirklich ein schönes Beispiel für.